Damit ein herzliches Willkommen zum ersten Sprint in Season Nummer 5 mit Audi. Es ist immer noch Mission Titelverteidigung. Wir sind Titelträger in Konstrukteurs- und Fahrertiteln. Und heute wird wieder einiger weirder Stuff passieren. 6000 Meter ist die Strecke lang, 2 DRS-Zonen gibt es und eine Strecke, ja, die eigentlich verdammt geil ist. Ich mag die Strecke, wir gehen direkt ins Qualifying rein. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst doch unbedingt gerne Däumchen rum da und schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok vorbei. Aber jetzt soll es wohl gewesen sein mit der Eigenwerbung, wir gehen hier rein. Jetzt geht's los, fastest Lap. Ich muss aber dazu sagen, eigentlich war das nicht meine letzte Runde. Doch wie ich beim letzten Run dann starten wollte, bin ich glaube ich 10 Sekunden zu spät über die Ziellinie gefahren, aber eben auch nur, weil so viel Verkehr hier war. Ja, deswegen ist das jetzt meine Qualifying-Runde, die jetzt nicht absolut der Burner ist. Erster Sektor war okay. Diese Kurve, ja, die hat es ordentlich in sich, da komme ich nah an die Mauer dran, der Exit war jetzt auch eher semi-gut. Die weiß ich absolut gar nicht mehr, die nächste, wie ich die fahren soll. Ich habe absolut keine Ahnung, mit diesen overpowered Autos ist das wirklich so, so schwierig. Den Shuttle beim Einlenken verpasst, dafür der Exit halbwegs gut gelungen. Halbwegs gut. Jetzt geht's dann hier rein. Ich habe mal probiert, die Kurve zu cutten. Hat jetzt auch nicht viel gebracht. Im Gegenteil, hat sogar ein paar Tausendstel gekostet. Engste Stelle im Kalender. Zack, gemeistert beim Raufbeschleunigen, beim Rauffahren. Hier aufpassen, rechts die Mauer ist nah. Ja, auch hier rechts hat man jetzt ordentlich Track Limits. Da musst du richtig aufpassen, dass da nichts schief geht. 4/10 im Delta, jetzt geht's runter in meine Lieblingsengstelle. Rechts ein bisschen drüber, what's happening at turn 16. Und runter, da haben wir 6/10 im Delta. Nächste Kurve noch meistern, dann war's das eigentlich mit den Kurven. Na gut, der Exit war jetzt eher semi-gut, trotzdem rechts 4/8. Ich glaube, das wird eine knappe Sekunde, wenn ich die Kurven jetzt hier nicht stark verscheiße. War jetzt okay, das könnte jetzt die 9/10, circa 8,5 werden. Und jetzt Full Speed, nichts mehr kann ich jetzt kontrollieren. Wo werden wir landen? Vorerst mal nur auf den 8. Platz, das ist interessant. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Ayrton Senna startet von der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Tsunoda, Ocon, Leclerc, Russell, Verstappen, Gasly, Bottas, Stroll, Norris, der Wissenschaftler, Oscar Piastri, Theo Pourchaire, Drugovic, Liam Lawson, Doohan, Joe, Albon, Sargent, Magnussen und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Willkommen im Sprint. Und da hat es nur für den 12. gereicht, eben auch weil ich mich beim letzten Run nicht mehr verbessern durfte. Let's go! Also erstes jetzt mal vorerst wegkommen hier. Jo, da geht's ordentlich zur Sache. Dann gehen wir nach innen, da geht's fast. Oh mein Gott, ja, zu dritt, das ist echt eng hier in Turn 1. Aber ich werde versuchen, innen so spät wie möglich zu bremsen. Und dann nehme ich den McLaren noch mit, das hätte ich gar nicht gedacht. Der bremst verdammt früh. Der Exit ist toll und wir sind jetzt 8. Platz. Jetzt im Windschatten saugen wir uns hier an Carlos Sainz Junior dran. Wird das reichen? Die KI neigt immer gern dazu, da reinzustechen. Deswegen bremse ich noch viel später und lasse ihnen noch genug Platz. Und jetzt sind wir auf den 7. Platz. Ja, Pierre Gasly, den nehmen wir auch noch mit. Jo, das läuft ja wie am Schnürchen. Wenn sich da zwei streiten, freut sich immer der Dritte. In dem Fall bin ich ehrlich gesagt echt überrascht von den ersten paar guten Kurven, die uns da erreicht haben. Es ist der 6. Platz. Ich konnte meinen Startplatz für das Hauptrennen schon halbieren. Wir sind jetzt mittlerweile in der 2. Runde. Ich hänge hinter dem Mercedes. Ja, ich will fast sagen defensiver fest, denn schnell fahren sie nicht, aber ja, ich komme auch nicht vorbei. Also es ist eher auch eine Offensive, denn die Mercedes sind schon verdammt stark hier. Und genau da, wo ich es brauchen würde, fehlt es mir dann am Pace. Also das muss ich leider sagen. Wir nehmen hier mal den... Oh mein Gott, keine Verwarnung. Ich wusste, dass ich die Kurve nicht einlenken kann, aber dass es dafür keine Verwarnung gibt, dann heißt es, es ist irgendwie so ein Cheat-Lock. Also man schafft es dann irgendwie nur mit drei Reifen zu cutten und immer wieder mit einem drauf zu sein. Das ist gut fürs Rennen zu wissen auf jeden Fall. Jetzt aber mal on point. Es gibt noch kein DRS. Hinter mir ist eine 5-Sekunden-Lücke. What the fuck?
Das ist interessant. Gasly scheint da tatsächlich der Zugführer zu sein. Und da 2 Runden, 6 Sekunden verloren. Jetzt ist Sainz vorbei. Denke ich mir, dass sich die das nicht lang gefahren lassen. Jetzt auch Norris direkt vorbei. Es scheint mir auch so, als ob Gasly ein Problem hätte. Und ja, ich bin jetzt zwar an George Russell an der Geraden vorbeigegangen, hänge aber jetzt hinter Yuki Tsunoda, Leclerc, FaceTime, mein Teamkollege aktuell auf dem ersten Platz, was mich natürlich sehr proud macht, denn das ist schon sehr, sehr geil. Ayrton Senna könnte dann zwar nicht sein erstes Rennen, aber seinen ersten Sprint gewinnen. Das ist ja auch schon mal was. Ich hoffe natürlich, das hält sich bis zum Schluss, denn hinter ihm fährt ein Red Bull und jetzt natürlich auch Leclerc und Tsunoda. Die sind halt alle unfassbar schnell und ich merke es da selbst auf den Geraden, da komme ich denen kaum hinterher. Die Mercedes scheinen ja unnormal Pace gefunden zu haben. Jetzt im Windschatten, hier geht noch nicht, natürlich noch nicht. Aber vielleicht runter in Richtung Turn 1 könnten wir es versuchen. 5. von 6 Runden sind bereits absolviert. Wir sind doch jetzt hier schon am Ende der 5. Runde, es geht schon in die letzte rein. Schaffen wir es, Yuki Tsunoda zu überholen? Das wäre natürlich ein Banger, wenn ich vom 4. Platz aus ins Rennen gehen könnte. Das würde ich unnormal feiern. Im Windschatten geht jetzt DRS auch auf. Das ERS habe ich auch noch ein bisschen. Da gehen wir rechts an Yuki vorbei und sind jetzt auf dem 4. Platz. Und in der 6. Runde, Leute. Yes, Mann. Yes, yes, yes. Es war jetzt zwar nicht der beste Coup, hier vorbeizugehen, aber damit hat Leclerc absolut nicht gerechnet, als er abgedeckt hat. Wird das reichen, um für uns hier den 3. Platz? Nein, Senna nur auf den 2. Platz. Das ist nicht gut. Wird das reichen? Oh mein Gott. Ja, das wird unfassbar knapp. Ich habe einmal noch gelobt, aber hier rechts hat Leclerc noch genug Platz. Wir schaffen es hier tatsächlich auf den 3. Platz zu kommen. Und wir hatten von P3 aus ins Rennen gehen. Wir gucken uns einmal die Startaufstellung an, wer so hinter und neben uns starten wird. Aber vorher natürlich gucken wir uns noch einmal ein paar Highlights an, wie der Start, vor allem auch die ersten paar Kurven, die waren unfassbar strong, also da kann ich wirklich nichts dagegen sagen, auch Ayrton kann sich da am Anfang noch gut durch den Red Bull durchsetzen und ja, ich gehe da innen, das hat sich dann auch als goldrichtige Entscheidung erwiesen, denn innen war kaum jemand und wir gehen da zwar auch eng beieinander, weil auch der Red Bull da einfach an dem Alpine vorbeizieht, aber da können wir dann eingreifen. Und das war schon echt ein guter Move. Da freue ich mich auch unnormal drauf. Ayrton mit seinem Spezial-Sonderhelm, also mit dem er eh immer fährt. Da bin ich echt, wow, das ist so nostalgisch. Hier dann auch Carlos Sainz vorbei. Und ja, der Alpine hatte auch hier, glaube ich, schon ein paar Probleme. Ich meine, ich bin jetzt spät rausgezupft. Gucken wir jetzt mal die Startaufstellung. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Esteban Ocon startet aus der Pole Position und Ayrton Senna macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Der Wissenschaftler, Leclerc, Tsunoda, Russell, Norris, Stroll, Verstappen, Bottas, Sainz, Theo Pourchaire, Oscar Piastri, Drugovic, Doohan, Liam Lawson, Sargent, Joe, Albon, De Vries, Magnussen und Pierre Gasly steht auf dem letzten Platz im Grid. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun Hauptrennen, das, was wahrscheinlich auch wichtiger ist. Alle starten mit dem harten Reifen. Wir gehen mit dem gelben rein, ja, Senna hat den Start komplett verkackt und auch Esteban Ocon eher semi-gut, da hat halt nur Glück, dass er außen war und ich vom Gas gehen musste. Ja, Senna kann sich noch auf den 3. Platz halten, aber Esteban, ich wusste es von Anfang an, dass der und Red Bull eine harte Kombi werden wird und so ist es auch. Ja, Esteban Ocon ist eine unfassbar harte Nuss im Red Bull. Und ich traue dem auch einiges zu dieses Jahr. Der wird uns noch das ein oder andere Mal verfolgen. Da bin ich mir nahezu sicher. Jetzt aber mal heißt es hier vorbeigehen und dran arbeiten. Das ist schon eine Sekunde. Ob mir das noch gelingen wird, dem heute einzuholen, ich bin mir nicht sicher. Aber natürlich werde ich wie immer alles geben. Und ihr wisst es auch. Abonniert gern kostenlos. Es ist heute eine XL-Folge. Wir haben fast 30 Minuten Racing.
Und ich habe wirklich probiert, echt viel Racing mit reinzuschneiden. Auch wenn ich hier gerade echt teilweise einen richtigen Rotz zusammenfahre, da bin ich mir auch natürlich davon im Klaren. Aber ich bin wirklich ewig noch kein Aserbaidschan mehr gefahren. Wir waren im letzten Kalender zwar drinnen, glaube ich. Aber es ist halt wirklich immer wieder, ich muss die Strecken immer wieder teilweise neu lernen, ja. Der erste Bahn ist eigentlich auch schlecht gestartet, nur ich bin da viel zu früh aufs Gas gegangen. War aber auch irgendwie gut, dass ich da den Ferrari mit meinem späten Bremsmanöver, ja, ich will nicht sagen weit geschickt habe, aber schon ein bisschen die Ideallinie genommen habe. Somit konnte dann innen wieder Senna durchflutschen, der auch die Position verloren hat. Gerade zu Beginn ist das echt wichtig, wenn man da die Grid Position behält. Und ja, ich hätte da vielleicht gegen erste Bahn ein bisschen aggressiver sein können. Bin auch zu früh aufs Gas, aber ich kenne halt die KI so gut. Die zieht dir dann vor die Nase, reißt dir da irgendwie die Nase runter. Und auf das habe ich absolut gar keinen Bock. Und ja, da habe ich dann eher, ja, die Nachsicht, dass wie so. Wir sind jetzt in der zweiten Runde, da geht es ein bisschen neben die Strecke. Purple Middle Sector, es sieht auch aus, als ob wir endlich, ja, das Ruder rumgerissen hätten. Ich habe in der letzten Runde nur noch ein paar, ja, eine Zehntel oder so verloren. Und die gewinne ich jetzt hier auf der Geraden wieder. Denn es scheint auch so, als ob unser Audi mit Ferrari-Motor einfach eine unfassbare Kombi ist. Guck dich mal an, wie schnell wir auf der Geraden sind. 356 km/h. Und das noch ohne DRS, sei gesagt. Also ich bin mir da fast sicher, dass das im Rennen, oder beziehungsweise wenn wir dann den Flügel aufklappen dürfen, unheimlich schnell sein wird. Also wir werden da die knappen 370 knacken, da bin ich mir sicher. Aber es ist halt aktuell noch eine, ja, schwierige Sache hier. Im Windschatten saugen wir uns auch hier auf dieser kleineren Geraden an ihn dran, bleiben im Sekundenfenster drinnen, 7 Zehntel, 6 sind es jetzt nur noch. Und ja, ich hoffe so ein bisschen, dass ich ihn eventuell überholen oder in einen Fehler treiben kann, vielleicht auch in eine andere Strategie treiben kann. Wir sind natürlich auf dem gelben Reifen, was das Ganze nicht besonders einfach macht. Wir könnten einen Under- oder Overcut versuchen. Es ist vieles möglich. Jetzt haben wir mal Ende dritter Runde und jetzt gibt es das erste Mal DRS. Also wird das jetzt schon reichen? Wir sind verdammt nah an ihm dran, unter 6 Zehntel. Wir dürfen noch den Flügel aufmachen. Ich habe auch 30% ERS noch. Also auch der Exit war toll und ich glaube tatsächlich, dass das reichen kann. Im Windschatten saugen wir uns jetzt mal dran und guckt doch auf die KMH unten, by the way. Und das Auto steht dann tatsächlich an bei 364 km/h. Wir gehen zwar jetzt vorerst mal an erster Bahn vorbei. Ja, der hält hier ordentlich drauf. Es reicht aber, um an ihm vorbeizugehen. Aber ich hätte echt mit mehr km/h gerechnet. Jetzt aber hüten, denn da könnte auf jeden Fall der Switchback kommen. Ah nein, der Exit war zum schlecht von ihm. Da werden wir vorne bleiben. Also es sind eine halbe Sekunde. Jetzt hat er zwar auch schon den Flügel offen. Es wird auch immer weniger, aber das reicht vorerst mal für uns vorne zu bleiben. Auf der nächsten Geraden wird es dann eine andere Sache werden. Sollte ich mich jetzt nicht deutlich absetzen können. Davon kann ich aber ehrlich gesagt doch nicht ausgehen, denn es ist wirklich eine unfassbare Pace, die auch die Red Bulls hier haben. Wir gucken uns mal ein paar Replays an. Und da haben wir jetzt den Führungswechsel, das entscheidende Manöver gegen Esteban Ocon. Er hat sich jetzt auch nicht hardcore gewehrt, aber gerade das Zurückstechen in der ersten Kurve war schon meisterlich von ihm. Also das hat mir schon Spaß gemacht, dass er da jetzt nicht irgendwie kampflos aufgibt. Aber ist ja auch irgendwie klar, dass er da jetzt nicht irgendwie den Sieg her schenken will. Und wir sind jetzt hier 1,1 Sekunden in der sechsten Runde an Esteban Ocon vorbei. Es ist aber wirklich eine ganz, ganz enge Sache gegen den Franzosen. Also da weiß ich auf jeden Fall, dass wir das nicht easy gewonnen haben. 2 Sekunden sind es jetzt schon seit Ayrton Senna. Da ist schon ein schöner Polster, also da kann man auch schon beim Boxenstopp sich ein bisschen was erlauben, würde ich mal sagen. Aber gerade gegen Ocon, ich glaube, der wird auch immer wieder versuchen, ins DRS-Fenster zu kommen. Ein Drittel ist gerade mal rum vom Rennen, also ich kann auch nicht reden von Kim Maderwiesen oder so, also das ist wirklich alles noch nicht fix. Wir sind in der 8. Runde und ich entscheide mich dazu, noch nicht in die Box zu gehen. Warte aber auch ein bisschen mit einem Auge immer ab, was Ocon macht. Denn bei ihm muss ich mich schon um einen Undercut fürchten, denn bei einer Sekunde ist das theoretisch locker machbar. Oscar Piastri hätte jetzt hier der entscheidende Faktor sein können, denn sollte er ja Safety Car oder irgendwas auslösen, dann wäre das natürlich noch einmal komplett was anderes. Denn durch Safety Car verliert man ja natürlich nur die Hälfte vom Boxenstopp. Und das hätte ich ein bisschen drauf schwitzen können. Aber ist nicht der Fall gewesen.
wurde jetzt leider nicht erhört, meine Wünsche, denn jetzt wäre es perfekt. Aber ich habe mich auch im letzten Video aufgeregt, dass natürlich immer wieder diese Red Flag kommt. Es ist natürlich ein berechtigter Fehler, kann passieren in Turn 1, Oversteer und so weiter, zu früh aufs Gas, Reifen vielleicht kalt hin oder so. Das war natürlich auch nicht meine Intuition dahinter. Es regt mich halt oft, dass es wirklich immer direkt rote Flagge gibt. Normalerweise gibt es nach einem Spin gelbe Flagge, Safety Car, aber immer Red Flag. Ich will auch mal einen Safety Car haben. Das wäre so cool und actionreich. Jetzt sind wir in der 9. Runde. Esteban Ocon ist unter einer Sekunde hinter mir. Der würde mich tatsächlich jetzt auf der Geraden einholen können. Und ich entscheide mich auch für das einzige Richtige. Wir gehen in die Box rein. Werden den Stop planungsgemäß machen, würde ich fast sagen. Ich meine, vorziehen wäre übertrieben, denn wir sind eh in der 9. Runde und das ist genau die Hälfte. Also wir gehen jetzt in die Box rein. Ich hoffe natürlich, dass sich das ausgeht. Sollte auch sein, dass ich entscheide, jetzt reinzugehen. Aber nein, ich gehe noch immer nicht rein. Das Pit-Window wäre jetzt offen wie die roten Reifen und... Achso, ich gehe auf Rot, ich Idiot. Natürlich ist es da wichtiger, noch etwas zu warten. Da hatte ich einen kleinen Fehler drin, bisschen zu spät eingelenkt. Rechts da fast an die Mauer geditscht. Ist nicht gerade noch so ausgegangen und das öffnet natürlich auch jetzt wieder die Tür. Für Esteban Ocon, der merkt doch schon langsam, ah je, die Reifen von dem Dude wären tot. Und der muss jetzt, so ein bisschen Oversteering machen, auf hier wieder ein leichter Rutscher. Und da geht's ganz nah an die Mauer dran. Jetzt hier durch, nur nicht zu nah links mehr an die Mauer dran sich wagen. Hier kann er nicht überholen, das weiß ich auch, weswegen ich hier ein bisschen, Pomade mache. Das Ding ist halt, ich hätte wahrscheinlich wirklich Ende Runde 9 in die Box gehen sollen, dann wäre das alles easy geworden. Jetzt hat doch schon der gute Senna auf den 3. Platz fast eine Sekunde aufgeholt und das könnte mich jetzt echt in Teufelsküche bringen, wenn ich jetzt hier da nicht zaubere. Das ist ganz klar, dass ich hier vieles heute verlieren kann mit dieser einen extra Runde, die ich da draußen geblieben bin. Jetzt aber mal ein bisschen Luft verschaffen. 6 Zehntel Vorsprung sind es jetzt auch zu Esteban Ocon. Bei Boxenstopp darf auf jeden Fall nichts schief gehen, das ist fix. Aber davon gehe ich auch nicht aus, dass da irgendwas schief geht. Wir haben eine saugute Boxencrew. Beim Rostbeschleunigen nochmal ein paar Tausendstel verloren. Jetzt wieder gewonnen. Zack, zack, die Reifen sind durch. Ich gehe in die Box. Wir holen uns jetzt den roten Reifen. Ist das eine gute Entscheidung? Hätte ich vielleicht ein, zwei Runden früher reingehen sollen und auf Gelb gehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin so ein Trottel und bleib noch eine Runde draußen, Leute. Um dann wirklich auf ganz Nummer sicher zu gehen. Es ist auch wieder, hat sich wieder ein bisschen stabilisiert gegen Senna. Jetzt auch hinten Leclerc und Russell sind in der Box. Und auch Yuki Tsunoda. Der wird uns tatsächlich überholen. Der wird uns überholen. Bei Leclerc wird es knapp werden. Aber ja, Yuki ist 13 Sekunden hinten. Der wird locker vorbeikommen. Nur nicht zu spät bremsen, 5 Sekunden kann ich gar nicht gebrochen. Und natürlich wartet Senna auch bis jetzt. Und der kommt jetzt auch rein. Nein. Es ist sich Gott sei Dank ausgegangen. Hier rechts neben uns ist Charles Leclerc. Es wird ganz, ganz eng. Wir können uns aber hier an dem Monegassen vorbeiquetschen. Und bleiben Zweiter. Und haben da wirklich ein großes Loch zu Yuki Tsunoda. Der da heute einiges richtig gemacht hat. Der ist jetzt auf dem ersten Platz. Der wird uns da ganz, ganz stark ärgern werden. Zum Schluss hierhin wird er natürlich echt schlechte Reifen haben. Aber der hat uns heute sowas wie von den Undercut gedrückt. Das ist nicht mehr von dieser Welt. 12. Runde. Jetzt konnte ich schon mal eine Sekunde abhebeln vom Vorsprung. Vorerst ist auch noch Leclerc vor Ocon. Aber ich glaube auch, dass da später der Reifen wirken wird. Sind jetzt auch nur noch 6 Zehntel, also auf der Geraden wird der vermutlich ja sowieso dann ein bisschen aufgefressen werden. In der ersten, in der zweiten Kurve hat sich da jemand sein Auto abgestellt, das ist okay. Wir holen jetzt mal, ich habe allein in der Outlap, sprich also in der Runde, wo ich aus der Box rausgekommen bin, eine Sekunde auf Zunoda aufgeholt, also der Reifen, glaube ich, ist nicht mehr zu retten von Yuki. Ich hoffe natürlich, dass das für den Schluss noch halten wird, dass wir dann noch ein bisschen was finden.
work. That's a new fastest lap of the race. Da geht's aus der letzten Kurve raus. Wir hängen im Windschatten von Yuki. Hab 40% DRS gespart. Mittlerweile halten wir auch schon die schnellste Rennrunde. Windschatten, DRS, IRS. Und ich glaube, Yuki, das. Jetzt geht auch der Flügel auf. Ich glaube, ich hätte es auch ohne Flügel geschafft. Denn ich habe jetzt nicht mal das IRS aufgedreht. Und wir haben so einen Geschwindigkeitsüberschuss. Wieder maximale Geschwindigkeit. 363. Oh mein Gott. Aus der ersten Kurve mit einem leichten Snapperwurst hier rausgekommen, aber es reicht, Leute. Wir übernehmen die Führung. 2 Runden vor Schluss hier in Baku. In der letzten Runde muss ich mich jetzt echt hier hüten, denn Esteban Ocon ist verdammt nah dran. Wir haben nur noch ein paar Kurven und ich habe so Schiss, dass der mich auf der Startzielgeraden noch vor der Jacket Flag. Nein, ich ditche gegen die Mauer und verliere die Hälfte meines Flügels. Das ist absolut schlecht. Das ist wirklich so scheiße, wenn das passiert. In der Hektik, in der Hitze des Gefechts, ganz, ganz zum Schluss. Hoffentlich kommen wir noch um die Kurven. Ja, das geht noch ganz knapp. Aber ob ich das jetzt schaffe, Esteban Ocon trotz dieses Flügelstands hinten zu halten, das ist eine ganz, ganz andere Sache. Guckt euch mal an, wie der da angeschossen kommt. Zuerst dachte ich mir auch, vielleicht abbremsen die Race. Aber da ist natürlich auch nicht gesagt, dass ich das schaffe. Letzte Kurve durch. Wir haben nicht mal zwei Zehntel der Ditcher gegen diese Stoffbohrmauer. Hat nicht geholfen. Jetzt geht's ans DRS. On für ihn. Ich habe 50% DRS aufgehoben. Der kommt ganz, ganz nah dran. Wir gucken uns aber vorher den Replay an. Von ein paar Sachen vorher. Es tut mir leid, Leute. Das ist asozial. Und hier haben wir dann die 18. Runde. Das ist dieser Crash. Leclercs Lieblingskurve. Und zack. Ja, da bin ich komplett. Ich konnte einfach nicht mehr anlenken richtig. Und das ist natürlich echt bitter, wenn sowas passiert. Das ist echt ganz, ganz, ganz bitter, wenn das passiert. Und dann sehen wir auch hier, wie dann Esteban Ocon sich angerobbt hat. Hier auch schon aus den letzten Kurven raus. Auch hier links wieder eine ganz, ganz enge Sache. Halleluja, ich wollte echt nicht
für noch mehr Spannung sorgen. Aber jetzt geht's ja zurück. Jetzt geht's hier zurück. Noch einmal hier. Esteban Ocon kommt angeschossen. Wird das reichen? Und es ist wirklich ein Foto-Finish wäre das fast geworden. Hier Esteban Ocon. Ein sehr toller und würdiger Gegner für das heutige Rennen. Wirklich sehr, sehr stark. Gucken wir jetzt mal die Siegerehrung rein. Wir werden wieder als Sieger umstehen. Oh yes, Leute. Aber diesmal war es absolut keine einfache Sache. Aserbaidschan hat man nie ein einfaches Rennen und das Drama wartet hinter jeder Kurve. Aber sie haben es geschafft und einen brillanten Sieg eingefahren. Stefan, wie konnten sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Der Wissenschaftler vergrößert den Vorsprung in der Meisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ja, Leute, da gewinnen wir zwar ein bisschen an der Rivalität gegen Esteban Ocon, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Esteban Ocon wirklich unheimlich bärenstark heute. Der hat da ordentlich was gezeigt. Ayrton Senna, auch ein tolles Rennen gefahren. Leider hat es wieder nicht für den Sieg gereicht, aber ich traue dem noch viel mehr zu. Ich glaube auch, dass der mit der Season immer stärker werden wird, wie auch die anderen Teamkollegen. Die werden pro Rennen stärker, stärker, stärker. Es geht wieder rauf auf 21,3 Millionen und das ist unheimlich, was ich hier abgeliefert habe. Ich freue mich und ich hoffe, auch hat es gefallen. Abonniert auch unbedingt gern kostenlos den Channel. Wir gehen jetzt hier noch einmal rein. Dann nehmen wir die Trikots, das lasse ich immer automatisch ausfüllen. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Was können wir uns noch kaufen? Gar nichts. Es ist alles gekauft. Guckt euch meine Ressourcenpunkte oben an. Über 20.000 und ich kann nichts davon ausgeben. Das ist wirklich extrem bitter. Vielleicht können wir noch einmal ein bisschen Kohle raushauen. Ja, hier ins Triebwerk. Boah, das tut so wie 14 Millionen jetzt auf einen Schlag weg. Abonniert gern kostenlos den Channel. Für heute soll es mal gewesen sein. Es geht noch Imola. Im nächsten Rennen. Also bis dahin, für heute soll es mal gewesen sein. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf Witz-Tobi auf TikTok. Wenn euch Videos gefallen haben, würde ich mich auch gerne freuen über ein kostenloses Abo und auch gerne über einen Daumen nach oben. Für heute war es das. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Merry Christmas und ciao.